Dieses Video zum Generieren eines Bestellvorschlages knüpft an ein bestehendes Video an, und zwar Artikelstamm manuelle Nachbestellungen. Ich möchte Sie, wenn Sie das Video vielleicht noch nicht gesehen haben, bitte darauf hinweisen, dass Sie das Video erst ansehen, weil dieses Video baut auf den vorhergehenden auf, nur dass wir hier keine manuelle Bestellung erläutern, sondern einfach einen Bestellvorschlag. Das heißt, das Feintuning, die ganzen Backgrounds, die Hintergrundinformationen, werden im anderen Video bereits alles erklärt. Deswegen werden wir das an der Stelle hier nicht tun, sondern lediglich den Bestellvorschlag erklären. Okay, um einen Bestellvorschlag sich generieren zu lassen, ohne dass Sie ja eine manuelle Bestellung vornehmen, klicken Sie auf Waren bestellen. Oder Sie können natürlich auch im Startmenü auf Nachbestellungen klicken. Nun haben wir unser Bestellfenster vor uns. Ich sage hier neu und ich sage, okay, zeig mir mal das an, zeig mir mal bitte die Werte der Lieferanten an. Und wir sehen hier sofort, dass wir, dass Wabi Profi 3 sagt, aha, von den bestehenden Lieferanten sind eventuell hier der bei dem Hosenlieferant ist ein Artikel nachzubestellen, bei der Firma RM Collection einer und beim Spielelieferanten hätten wir zwei Artikel, die ich vorschlagen würde. Jetzt könnte sagen, okay, schön, wenn du mir das vorschlägst. Das heißt, die Position 2 hier, Artikelbestand kleiner oder gleich Mindestbestand, ist zwar nett. Aber Sie können auch sagen, naja, ich will jetzt mal drauf Einfluss nehmen. Das heißt, zeig mir mal die Artikel, bei denen mein aktueller Bestand kleiner gleich dem Mindestbestand ist plus die Anzahl. Das heißt, wir tun hier so, als ob wir den eingetragenen Mindestbestand im Artikelstamm virtuell erhöhen würden. Dass wir sagen, okay, ich will immer 3 oder 4 Stück da haben, hat halt den Vorteil, dass, wenn ich das jetzt so mache, hier plötzlich ein weiterer Artikel hinzukommt. Mach das nochmal. Hier haben wir nur 2 Artikel, ja. Fang den Käfer und meinen Bauernhof. Wenn ich das jetzt erhöhe, dann sagt er, aha, jetzt habe ich die lustigen Ninja-Kämpfer auch, die wir eventuell nachbestellen sollten, weil im Mindestbestand steht 0 drin, im Bestand ist aber 2 drin. Und durch die Eingabe oder die virtuelle Erhöhung des Mindestbestandes weiß Wabi Profi 3, ah okay, den sollten wir jetzt nachbestellen. So, jetzt haben wir hier einen Bestellvorschlag und jetzt könnten Sie sagen, das ist gut so, das will ich haben und könnten einfach sagen, alle übernehmen. Oder Sie könnten dementsprechend den jeweiligen Artikel anklicken, auf das Plus klicken oder einen Doppelklick machen, um den Artikel nach links in die Liste zu übernehmen. Ich sage jetzt einfach mal, alle übernehmen. So, und jetzt hat er mal einfach alle übernommen, und zwar mit einer Menge, die er selber errechnet hat aufgrund der Verpackungseinheit und des Maximalbestandes hier in dem Fall. Weil hier haben wir gesagt, maximal wollen wir 3 Stück da haben. So, jetzt sagt Wabi Profi 3, okay, die sind gut gelaufen, könnte man eigentlich auch 6 nehmen. Diese Informationen können Sie natürlich ganz, ganz leicht abändern, indem Sie einfach hier draufklicken und dann wieder in die Liste rein, genauso hier. Und sagen, na, das ist mir zu viel, da mache ich jetzt bloß 6 draus und so weiter und so fort. Wenn Sie die Liste abgearbeitet haben mit den Bestellmengen, können Sie hier auf, also übernehmen haben wir ja schon gemacht, klicken Sie hier auf den rechten Button übernehmen. Nun wird eine neue Bestellung generiert, aufgrund des Bestellvorschlages, den Sie manuell noch abgeändert haben, mit den zu bestellenden Mengen, die Sie jetzt an dieser Stelle versenden können. Und da können Sie wählen sofort oder ab einem bestimmten Lieferdatum. Nun wählen Sie aus, ob es gedruckt werden soll, ob es auf dem Fax kommen soll, wenn Sie Fritzfax installiert haben und wenn der Lieferant natürlich eine Faxnummer hinterlegt oder Sie eine Faxnummer hinterlegt haben beim Lieferanten, dann können Sie direkt von Wabi Profi 3 aufs Fritzfax drucken und der wählt an, schickt das Fax raus, alles ist gut. Oder Sie können es, wie in dem vorhergehenden Video gezeigt, per Mail versenden. Ich sage jetzt hier einfach mal Drucker und ich sage Drucken. Hier kann ich Textbausteine für jede Konfiguration, also für jede Option noch importieren. Da kann ich noch einen Zusatztext zu der Bestellung hinzuschreiben und sage jetzt übernehmen. Jetzt haben wir hier unseren Vorschau der Bestellung, die wir nun ausdrucken können. Ja, das war schon mit dem Bestellvorschlag. Total simpel, ist einfach zum Handeln und ja, ist übersichtlich. Ach! Jetzt haben Sie gedacht, jetzt bin ich fertig. Nee. ganz kurz noch, jetzt sagen Sie, die Bestellung ist weg. Hier auf den Button, also auf dieses Checkbox klicken. Dann können Sie sich nämlich die versandten Bestellungen anzeigen lassen. Und es wurde auch bereits im vorhergehenden Video erklärt, wie Sie eine Bestandsübertragung in den Artikelstamm machen, aufgrund der gelieferten Menge.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald.